Ja, Leute, was soll ich sagen? Es bleibt spannend. Ich bin genau einen Sieg davon entfernt, einen Großmeister zu besiegen. 1000 Matches habe ich dafür Zeit. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, in Partie 43. Und es kann heute schon die letzte Partie meines Lebens sein, die ich spielen werde. Schauen wir mal, denn die Herausforderung von Jan Gustafsson, Großmeister, Sekundant, ehemals Sekundant von Magnus Carlsson und vielen anderen, Anish Giri und deutscher Bundestrainer, einer der besten Experten im Bereich der Eröffnungszüge, Jan Gustafsson. Ich mit den schwarzen Figuren, ich liebe es nicht. Hier wieder die D4-Eröffnung, die ich ja so liebe. Aber es muss doch mal so. Er spielt fairerweise das gleiche wie vor zwei Partien. Und es hieß, ich soll den verteidigen mit entweder dem Bauern oder dem Springer, glaube ich. Also nicht nochmal schlagen, das hat mich wirklich in eine komplett verkorkste Partie geführt. In der vorletzten Partie. Wenn man das sogenannte Damengambit annimmt. Und deshalb entwickeln wir unsere Figuren so, wie der Großmeister es empfohlen hat. Rochieren da rein. Wenn er jetzt kommt, könnte man überlegen. Und wir haben eine Schachpartie sogar. 6 Züge. Wow. Eröffnung. Na, ich will noch nicht jinxen. Ich wollte schon sagen, Eröffnung überlebt, aber wer weiß, was jetzt von Zug kommt. Das kann man. Diesen Satz sollte ich einfach nie sagen. Einfach nicht mich loben in Partien gegen Jan. Wir wissen ja alle, es wird kein gutes Ende nehmen. Es ist ja so ein bisschen wie Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier und ich trete jedes Mal in die Pfütze. Es lässt sich fast nicht verhindern, diese verdammte Pfütze. Man vergisst diese Pfütze aber auch schnell. Da am Bordsteinrand. Wie heißt der Typ, den er immer, seinen Schulfreund, den er immer trifft, vor dem er irgendwann einfach so eine reinwämst? Egal, vielleicht sollte ich mich ein bisschen konzentrieren. Bob, ne? Heißt der nicht Bob? Phil Connor? Ned Ryerson, genau. Ned Ryerson, da sind die. Täglich grüßt das Murmeltier-Fans. Ned Ryerson. Ned Ryerson? Ja. Aber Phil Connor klingt auch so. Phil Connor würde genauso gut funktionieren. Ned Ryerson. Okay, also er bringt den hier nach vorne. Gibt ihm die Möglichkeit, hier auch wieder zu vier ankantieren. Schützt hier den zusätzlich. Ich denke... Also bin ich. I got you, babe.
I got you, beep, 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 bop, 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 da, 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 do, day. Nein! Der Springer, der Pferd, ich meine, die Dame. Blunder. Scheiße. Jetzt denkt er wieder, ich habe eine... Oh, jetzt denkt er wieder, ich habe... Oh Gott. Jetzt denkt er wieder, ich habe irgendeinen geilen Plan. Ich habe keinen Plan, es war einfach geblundert, Jan. Jesus. Scheiße. Ich hatte so Bock, diese Stellung gescheit zu spielen. Warum denke ich denn auch nicht nach, Mann? Mann, Mann, Mann. Scheiße. Mann, so unnötig, Alter. So unnötig reingestellt. Denk doch 2 Sekunden länger. Guck doch mal, du hast doch 9 Minuten. Mach doch nicht Blitzschach aus so einer Partie. Oh, ich könnte mich schon wieder über mich selbst aufregen. Mann, das hätte ich so gerne weitergespielt. Das war, ich stand nicht schlecht bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Mir 3 Angriffe. Einmal verteidigt, 2-mal verteidigt. Wenn ich den bewege, hätten wir 3 Verteidigungen. Oder ich ziehe den hoch, aber dann ist der ungeschützt. Wenn ich den schlage, schlägt er zurück. Oder er schlägt so zurück. Greift auch den an. Schwierig. Jetzt ist eh schon fast unmöglich, irgendwas zu machen. Da, 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 da. Da. Dieser Dreifachangriff auf den nervt mich.
Mann, ey. Wie leichtsinnig, den da reinzustellen, ey. Jesus fucking Christ. Als ob der mir einfach einen Bauern so schenkt. Ich schlag. Das soll schon schief gehen. Oh, wäre das nicht ein Blunder? Nee, dann hätte er ihn da hingestellt. Quatsch, was laber ich? Ich gehe dahin. Er muss dahin. Bringt mir das irgendwas? Ich gehe dann dahin. Das mache ich. Das ist geil. Das ist geil. Aha. Scheiße, jetzt ist ja der bedroht. Der kann ja einfach schlagen. Ich weiß ja. Den kann er ja einfach schlagen. Das ist alles furchtbar. Alles
furchtbar in diesem Spiel. What? Jesus. Eröffnung hier. Mein Rat befolgt, ich weiß nicht, ob der Ausgang der Partie dafür motiviert. Aber wie gesagt, ich sag's nicht aus bösem Willen, um Eddie irgendwo hinzulocken, sondern ich glaube, dass es so am einfachsten ist, den König sicher zu kriegen und erstmal die Figuren raus. Also wenn ihr es mit der Weißpartie vorher vergleicht. Weiß kann halt nichts besonders Gemeines machen, wenn Schwarz sich so hinstellt und auf C schlicht D, E schlicht D spielt. Dann kann nichts Schlimmes passieren, die ersten Züge. Ich hab's überhaupt nicht Läufer gesehen. Läufer G2, Rochade, Rochade, Schwert C6, ein Thema, das wir häufiger haben in D4, D5-Stellungen. Davon rate ich ja immer ab. Hier, Faustregel, der D-Bauer und der C-Bauer sind Freunde. Die wollen connected bleiben. Ich spiele Schwert C3 ja immer erst, nachdem ich den Bauern hier schon auf C4 habe. Also hier, Theorie ist D-Schlicht C4, das muss sich Eddie nicht merken. Das sind so die Theorie-Hauptvarianten, um hier die Figuren so rauszubringen. Aber im Zweifelsfall möchte der Springer in solchen Stellungen eher auf dieses Feld D7 als auf das Feld C6. Also hier C6 hat Magnus auch häufiger gespielt. Oder den Bauern jetzt schlagen, was er wieder komplizierter macht. Ansperr C6, nicht tragisch, aber der Springer steht da halt immer ein bisschen im Weg, weil er später den Kampf ums Zentrum unterstützt. Bauern nach B3 überdeckt einfach meinen Bauern hier. Und Läufer nach D7, da leistet er auch nicht. A5 war gut, A5 hat mir gut gefallen. Gewinnt Raum hier drüben und bereitet A4 vor bei Bedarf. Deshalb Springer nach C3 gespielt, um A4 aus der Stellung zu nehmen. Und jetzt weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich sollte Schwarz mit dem Springer auf C6, Springer E4 spielen und dann Läufer nach F6. Der Läufer ist halt immer nicht so leicht, ins Spiel zu kriegen. Läufer nach D7 steht er halt ein bisschen passiv immer. Nicht tragisch. Aber sonst im Zweifelsfall würde ich auch hier noch versuchen den Läufer eher zu vierenkettieren. Idealerweise halt ohne den Zug Springer nach C6. Läufer D7, Läufer B2. Da stehe ich ein bisschen besser, aber immer noch nichts Schlimmes passiert hier. Wie gesagt, Springer E4, ein interessanter Zug. Und ich weiß nicht, ob es Mausle war von Eddie oder was passiert ist, ob er über Springer E4 nachgedacht hat. Hirnslip war das. Weil das brauche ich auch Eddie nicht erklären. Springer 3 Eiskugeln wert, Bauer eine Eiskugel. Ist zweimal verteidigt. Ja, sogar zweimal das verteidigt. Ist kein guter Tausch. Also ich weiß nicht genau, was da los war. Ach, da ist die Partie natürlich. Brainslip. Und ja, hier. Also die letzten Züge waren nicht optimal. Spätze 6, aber die 7 ist schon ein bisschen schwer zu spielen. Aber nach Spätze 4 zum Beispiel. Immer noch. Alles offen. Und nach Spätze schlägt D4. Ja, ist es. Also natürlich auf jedem Niveau. Aber schwer, Figur weniger. Nur ein Bauern dafür. Ihr seht, Endlin sagt plus 6. Da gibt es nicht mehr so viel zu holen. Ja, jetzt gehen zu viele Möglichkeiten. Das hier war ja noch gut. A3 Läufer A4 war kreativ. Nervt den Turm. Und wenn ich schlagen würde, Turm steht A4, ist der Bauer gefesselt. B6 hätte ich eher C6 gedacht, um das Zentrum noch ein bisschen zu stützen. Ist natürlich alles nicht leicht mit der fehlenden Figur. Bauer nach B6, Bauer nach B5, Läufer C2, Turm D2. Also bis hier gut gespielt von Eddie unter den Umständen. Nachspieler schlägt D4. Aber jetzt kann man Tempo spielen, E4, was aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Also das passiert häufiger. Ist natürlich auch schwer im Schach das Timing, wann man nachdenkt, wann nicht. Aber dass die Einsteller auch Züge sind, die dann wirklich absoluter Tempo kommen. Wie hier Springer E4, was ja zum einen das Problem hat, dass es diesen Blick freilegt hierhin, aber auch wenn ich das nicht hätte, könnte ich auf den Läufer schlagen und hätte zwei Figuren mehr. Total bescheuert. Also, total bescheuert. Die Läufer E4 war zäher. Nach Springer E4. Ich wollte ihn irgendwie trappen, diesen Turm, und es hat nicht geklappt. G7, das habe ich den weggenommen und nicht den Läufer. Okay. Schachmatt durch die Dame im Spiel. Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Ja, also keine gute Partie. Wie hier, immer, wenn ich schwarz bin. Keine. So, oh, ist jetzt was weg? Keine gut für. Was auch immer. Schafft Schwarzes zum 10. Zug. Sondern über Nuancen. Soll man hier D schlicht C4 spielen? Soll man A5 spielen? C6 spielen? Springer C6 gefällt mir nicht so. Wie gesagt, in D4, D5 Stellung. Meistens nicht mit dem Springer den C-Bauern verstellen.
auch das in Ordnung. Dann der Knackpunkt. Natürlich hier schwer schlicht D4. So, das war Partie Kaung 42. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ein letzter, Eddie. PogChamp Sonny heute ist am 7. Mir wurde falsch gemeldet. Also gerade alle. Okay, einer noch. Vom Urlaub. Das gibt's aber für euch erst morgen. Tschüss.